Wir sind heute in Söll am Wilden Kaiser und ich darf euch hier eine sehr schöne, knapp 60 Quadratmeter große Zwei-Zimmer-Eigentumswohnung vorstellen. Ihr werdet begeistert sein. Starten wir mal los. Wir haben hier mal sehr viel Grün rundherum. Also ist ganz eine schöne Wohngegend. Ich zeige es euch da nochmal. Also sehr angenehm hier. Da schauen wir jetzt Richtung Osten. Süden, Westen, also wir haben von der Früh weg bis spätabends haben wir Sonne. Durch die Bäume haben wir erstens es immer angenehm kühl, Juli, August auch, also es wird nie zu heiß und es ist auch ein gewisser Sichtschutz. Die gesamte Wohnanlage hat nur 7 Wohneinheiten, also ist sehr beschaulich hier. Dann, Highlight dieser Wohnung ist sicher die großzügige Terrasse, da werden wir viele schöne Stunden im Freien verbringen, also viel gemütlicher kann man es nicht haben, da werden wir in der Früh schon frühstücken, wenn es die Temperaturen zulassen, grillen, was auch immer und die schönen Stunden im Freien genießen. Ja, so schauen wir heraus aus. Also die Terrassen wären circa, ich gehe es für uns schon nochmal ab, 1, 2, 3, 4, 4,5 Meter mal 1, 2, 3, 4, 5. Also wir haben da sicher knapp 23 Quadratmeter Terrassenfläche. Also da haben wir wirklich viel Platz und Schwung. Dann schauen wir in die Wohnung rein. Da haben wir mal großzügigen Essbereich mit viel Platz und Schwung. Für die, wenn man Besuch kriegt, da hat man Platz. Mit Familie, wie auch immer, Freunde, Bekannte. Dann gemütliche Couch, Fernsehecke. Dann Küche, ist mit allen Geräten ausgestattet, was man so braucht. Also Geschirrspüler, Backrohr, ist alles da. Dann haben wir hier den Eingangsbereich. Da ist ein kleines Büro. Und wenn wir da rausgehen, zeige ich euch, da kommt man praktisch rein. Da ist sehr praktisch, hat man ein erstes Badezimmer. Beziehungsweise kann man da auch sagen, das ist Gäste-WC, wie man auch möchte. Aber wie gesagt, da ist auch schon eine kleine Waschmaschine drinnen. Also da gleich schon Nummer 1 und wenn wir da rüber gehen, haben wir das großzügige Schlafzimmer und ein zweites Badezimmer mit WC, Dusche, Waschtisch und Fenster zum Lüften. Ja, wie gesagt, da haben wir wirklich viel Platz. Die gesamte Wohnung ist sehr hell und lichtdurchflutet, wenn man sich das anschaut. Also ist schon sehr toll. Wenn man sich das jetzt da so ansieht, wir haben da jetzt ein insgesamt ein Doppelbett. Da haben 2 Personen Platz und ein Hochbett. Also da haben wir 4 Schlafplätze. Warum ist das so? Die derzeitigen Besitzer tun das wochenweise über den Tourismusverband Wilder Kaiser vermieten. Das heißt, für wen wäre die Wohnung ideal? Wenn jemand sagt, okay, ich bin nicht immer hier in Sölda, zumindest halt ein halbes Jahr und das restliche halbe Jahr kann ich die Wohnung wochenweise über den Tourismusverband Wilder Kaiser oder anderweitig kurzfristig wochenweise vermieten. Also da hat man wirklich die Kombination, dass man sagen, selber bewohnen und in der restlichen Zeit vermieten. Ja? Oder natürlich, für wen ist diese Wohnung auch noch perfekt? Das ist sicher eine tolle Startwohnung, als erste Wohnung, wenn man von zu Hause auszieht. Oder für ein Pärchen ist das sicher eine tolle Wohnung, weil man hat erstens einmal, es wäre alles schon vorhanden. Es ist von der Größe her für 2 Personen ideal. Was gehört zur Wohnung noch dazu? Also die Terrasse haben wir gesehen. Es gehört noch ein Autoabstellplatz im Freien dazu und ein großer Kellerabteil. Wir sind ungefähr 1,5 Kilometer vom Dorfzentrum von Söll entfernt. Das heißt, wir sind hier jetzt aber dann gleich schon an der Grenze zu Itta. Dann nach Würgl haben wir es nicht weit. Nach Söll natürlich ins Ortszentrum auch nicht weit. Also wiederum, die Lage ist sehr toll. Ja, Wohnanlage, habe ich glaube ich eh schon gesagt. Mit 7 Wohneinheiten sehr überschaubar, sehr familiär hier. Also alle Bewohner fühlen sich hier sehr wohl. So, ja, haben wir die Terrasse nochmal.
Wie gesagt, heute, Sonne kommt endlich wieder mal raus. Also ihr seht, wir haben es jetzt in der Früh. Sonne geht schon so rüber und dann wandert es halt so rüber. Gell? Also haben wir auch am Abend noch die Sonne. Dann, ich fasse nochmal alles kurz zusammen. Wir haben 60 Quadratmeter knapp Wohnfläche. Wir haben den Eingangsbereich, erstes Badezimmer mit WC, Dusche. Dann da nochmal Eingangsbereich. Also wie gesagt, Garderobe ist draußen. Da hat der Besitzer ein kleines Bürofirma eingerichtet, dass man ein bisschen arbeitet, wie man das auch immer gestalten möchte. Man sieht, es ist auch alles für die Vermietung schon so konzipiert. Das heißt, die Gäste kommen, sperren auf und los geht's. Ja, jawohl, Küche ist auch alles vorhanden, auch mit Arbeitsfläche entsprechend, alles super untergebracht. Dann großer Esstisch für mehrere Personen. Dann da auch wiederum Wohnbereich, Couch ist super, die kann man ausziehen. Jawohl. Und dann nochmal das Schlafzimmer. Und das hat wirklich eine schöne Größe. Und wie gesagt, wenn man das für die Vermietung wiederum so nutzen möchte, es wäre alles schon da, funktioniert schon alles. Also wie gesagt, ist eine tolle Möglichkeit. Jawohl. Ja, wenn mir Interesse zu dieser tollen Eigentumswohnung mit der Möglichkeit der wochenweisen Ferienvermietung in Söll am Wilden Kaiser geweckt haben, freuen wir uns wieder auf Ihren Anruf oder auf Ihr E-Mail-Adresse.